Holger Hoffmann. Okay. Geht schon los? Test, test. Okay, los geht's. Okay. Ja, Standbild, ne? Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Neander Fitness Quatsch Comedy Quiz. Heute mit dem 90er Jahres Special und mit dabei ist die liebe Olga. Ja. Und wer zuerst buzzert? Vorausgesetzt, die Antwort ist natürlich richtig und ihr dürft gerne mitraten. Ich bin mal gespannt, wie es heute so läuft. Oh. Okay, auf geht's. Und auf geht's. Los geht's. Auf geht's. Wie hieß das Haustier für die Hosentasche? Tamagotchi! Wie heißt der Hit von Lou Bega? Wer ist Six das? Mama Nummer 5. Natürlich! Ja, oh, das wusste ich gar nicht. Ich wollte eigentlich singen, aber. Das ist wie lange her? Ja. Da bin ich noch nicht geboren. Was? Wie hieß das erste geklonte Schaf? Was für ein Schaf? Was für ein Dolly? Aber ich kenn's nicht. Ich kenn's überhaupt nicht. Also man kennt's nicht namentlich, aber ich, ja, Dolly. Schaf, Dolly. Schaf wird geklont. Schaf geklont. Wie heißt der bekannte Zauberer mit der Narbe auf der Stirn? Harry Potter! 90er? Okay. Ja, ich, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, doch. So. Doch, ich hab den ersten später. Da war ich klein. Wie hieß die erfolgreichste Boyband? Wie hieß der Film mit Kate Winslet und Leonardo? Titanic! Oh, stimmt. Ja! Punkt für mich! Okay. Wie hießen die sauren Kaugummis der 90er? Center-Shock! Das hätte ich auch Warum schreie ich eigentlich so? Okay. Wie heißt die Freundin von Harry Potter? Nicht Hermine Granger. Sondern? Was? Genie. Nein. Oh nein. Ich hätte gesagt Hermine. Nee. Das war nicht die Frage. Doch. Ah! Also bin ich richtig? Was ist jetzt? Nein. Okay, du. Ja. Nicht Hermine Granger. Aber die waren doch nicht zusammen. Das war nur ich glaub, eine später. Freundin. Sind die nicht später? So am Ende? Ich hab's nie geguckt. Nie ich auch nicht. Ich aber ich glaube so... Aber nicht Hermine. Ich dachte, das wäre die Schwester von diesem Ron. Nein. Nein? Nein. Der hat auch eine Schwester, aber die war nicht Hermine. Aber sie war seine Freundin. Von okay. Harry. Nächstes. Egal. Scheiß auf Harry, komm. Wie hieß das Spiel auf der Straße mit einem Gummiseil? Oh, 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 Bungee Jumping. Nein, doch, doch, Bobby liegt auf. Warte, mit einem Seil? Gummiseil. Warte, 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 warte. Ich doch, weiß doch, es doch, nicht. Doch, mehr. Da hat man das zwischen die Beine gesponnen. Ich weiß. Aber wie war das noch? So, warte. So ein Special Name. Nee. Doch, Bobby liegt so auf der Zunge. Bei mir auch, aber irgendwie nicht so. Ich komm nicht drauf. Anfangsbuchstabe. G und G. T. G, T. G, T. GTR. G, G. Boah, doch. Das ist sehr lange G. her. G? G. Gummitwist. Gummitwist! Wow. Okay. Okay, aber wir hätten es gewusst, rein theoretisch. Ja. Irgendwo ich da. Ja, sehr lange her. Wie hießen die sehr beliebten Fabelwesen mit den langen, bunten Haaren? Oh. Trolle. Ja. Hast du die gesammelt? Nee. Ich habe Diddle gesammelt. Diddleblätter. Ich hatte ganz viele Diddle-Mappen. Oh ja, aber hier kommt noch eine Diddle-Frage. Letzte Frage. Oh, Diddle-Frage. Wie hieß das Spielzeug, das als Miniaturwohnung in der Hosentasche verstaut werden konnte? Hatte ich sogar. Polly Pocket. Was ist das denn? So ein Mini-Puppenhaus. Da konntest du das kenn ich gar nicht. Die Figürchen. Das
Doch eigentlich war es totaler Quatsch. Okay. Yay, yeah, ich habe, glaube ich, gewonnen! Okay. Yeah. Okay, meine Lieben, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns einfach zum nächsten Quiz.